Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es die Squad Building Challenge Lösung Europa Tour. Ihr habt lange auf diese SBC Lösung gewartet und jetzt habe ich sie endlich vervollständigt. Gestern im Stream habe ich sie zusammen mit euch dann eigentlich aufgebaut und hier haben wir dann eben alle vier Lösungen am Start. Und falls ihr mehr SBC Lösungen sehen wollt, lasst jetzt den Daumen nach oben da, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr gezogen habt, wenn ihr diese SBC gemacht habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal die verschiedenen Teilbereiche dieser SBC durch. Hier die erste Teil SBC, würde ich jetzt mal sagen, ist mit Italien und die ganze SBC ist gar nicht mal so teuer. Die kostet unter 40.000 Münzen. Und von dem her ist das auf jeden Fall eine ziemlich günstige Sache. Und ja, ihr seht es hier, das Ganze ist nicht wirklich teuer. Da kostet keiner über 2000 Coins oder so. Und deswegen senden wir das Team natürlich direkt ab und bekommen auch ein Premium-Goldspieler-Set. Man bekommt hier allgemein extrem gute Packs. Also ich würde euch echt raten, diese SBC auch zu machen. Dann geht es hier weiter mit, was war das jetzt? Ich glaube Spanien. Ne, Niederlande ist das. Niederlande, ihr seht hier immer gekauft für, das seht ihr, wie viel die Spieler kosten. Also wirklich, die kosten gar nicht mal so viel, wie man denkt. Also ich dachte wirklich, dass die diese SBC locker 100k kostet, weil die Packs einfach extrem heftig sind, aber die ist echt nicht so teuer. Und ja, hier haben wir dann noch den Erstbesitzer Kischner drinnen und dann senden wir dieses Team auch direkt ab, bekommen auch ein richtig heftiges Pack und zwar ein... Alles klar, es ist meine Kamera ausgegangen und ich würde sagen, wir reden einfach ohne Kamera weiter, oder? Ne, ich würde sagen, ich mache kurz die Kamera wieder an, bis gleich, Jungs. Sorry für das kleine Missgeschick, gerade die Speicherkarte von der Kamera war einfach voll. Und hier haben wir dann die Lösung für Portugal. Da kosten die Spieler auch nicht allzu viel, wobei man sagen muss, dass man da einen Silberspieler verwenden muss, beziehungsweise ich einen Silberspieler verwendet habe. Der wird natürlich ein bisschen den Preis ansteigen, aber ich konnte das Ganze einfach nicht anders lösen. Und ja, dann würde ich sagen, senden wir dieses Team auch direkt ab und da bekommen wir natürlich auch ein cooles Pack und zwar ein Jumbo Premium Gold Set. Und dann gehen wir auch schon zur letzten Teil der SBC und das ist dann die von Spanien und da sehen wir dann auch schon die Spieler. Ich gehe das immer durch, damit ihr das auch wirklich gut nachbauen könnt, damit ihr wirklich wisst, was kostet der eine Spieler, wen brauche ich da, wie heißen die, bla bla bla. Und deswegen gehe ich das immer hier durch für euch und dann senden wir das Team natürlich auch direkt ab. Da bekommen wir nochmal ein 45k Set nur für diese Teil SBC. Dann haben wir hier auch die Europa-Tour abgeschlossen und da bekommen wir dann auch noch ein 50k Set dazu. Das heißt, man bekommt hier wirklich Packs im Wert von über 150k oder so und da kann man jetzt auf jeden Fall richtig gute Spieler ziehen. Ich bin mal gespannt, was wir hier ziehen. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt rein, was ihr so gezogen habt. Und dann beginnen wir mal locker flockig mit dem 15k Set und da ist kein 84 plus Spieler drinnen und das ist nur, ich wollte Mikel sagen, aber es ist Esiti. Habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gehört. Schauen wir mal, was sonst noch drinnen ist. Ja, Hazard, der Fake Hazard. Und ansonsten, okay, das war natürlich nicht Absicht, ansonsten nichts Gutes. Ich würde sagen, wir packen einfach alles in den Verein hinein. Und ja, den Rest hier stoßen wir ab und dann kommen wir auch schon zum zweiten Pack. Das ist jetzt ein, ja, ein 25, nee, das ist das 50k Set, das öffne ich natürlich am Ende. Ich würde sagen, ich öffne dieses seltenes Elektrum Spieler Pack. Und da ist ein 84 Plus Spieler drinnen und das ist Matic. Matic mit einem 84er Rating, das ist auf jeden Fall ganz akzeptabel. Also mir ist halt wichtig, dass wir dann die Coins wieder halbwegs rausbekommen. Also wir brauchen so circa 40k aus diesen Packs, um da wieder die Coins rauszubekommen. Wir haben hier natürlich auch ganz, ganz interessante Silberspieler auch am Start. Ich würde sagen, wir packen das wieder alles in den Verein. Den hier kann ich abstoßen. Und ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Pack. Und das wird jetzt hier das, ja, das 25k Set öffnen wir als nächstes. Und es ist kein 84 Plus Spieler. Okay, die Packs sind leider nicht so gut, das muss man ganz klar sagen. Die Packs sind ein bisschen für den Arsch. Hits haben wir hier drinnen, Musonda. Ja, Danilo noch. Danilo ist eine gute Karte, aber der ist halt leider auch nichts wert. Und Fernando, den packe ich jetzt auch noch auf die Transferliste drauf. Und dann kommen wir schon zu den heftigeren Packs. Und zwar dem 45 und dem 50k Set. Come on, 45k Set. Da kann schon mal was Gutes drinnen sein. Vielleicht eine Special Card, das ist ein 84 Plus Spieler. Und das ist Aaron Ramsey mit einem 84er Rating. Okay, das geht klar. Das geht klar. Ein 84er Rating. Das ist auf jeden Fall akzeptabel. Escharavi will ich sowieso mal testen. Deswegen packe ich den direkt in den Verein. Aber da hätte auf jeden Fall auch noch was Heftigeres drin sein können. Und dann kommen wir schon zum Pack, auf das wir lange gewartet haben. Es ist das 50k Set. Ich bin gespannt. Ich mache einfach ein ganz normales Nosepack. Wir drücken drauf und es ist kein Walkout und es ist auch kein 84 Plus Spieler. Ach Gott, Alter. Da kann man so gute Spieler ziehen in diesen Packs, die man hier bekommt. Und wir
ziehen wie immer wieder nur Scheiße. Wir hatten, glaube ich, nur zwei 84 Plus Spieler. Ich meine, man bekommt hier natürlich allein durchs Abstoßen aus diesen Packs schon so, ja, 15k oder so raus. Also im Endeffekt werden wir, glaube ich, nicht mit Verlust rausgehen, aber es ist halt trotzdem leider nicht das Gelbe vom Ei gewesen, was wir hier heute gezogen haben. Und ja, Freunde, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall mehr Packluck, als ich es gehabt habe. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.